Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Rabbit. Ja, wir haben den Auftrag von Graf Deninat, das Banditenlager aufzuspüren. Und das werden wir natürlich mal machen. Und oh, hier gibt's, oh, hier gibt's, oh, hier gibt's. Ah ne, Nordmänner, die greifen wir lieber mal nicht an. Nein, nein, die greifen wir nicht an. So, Banditen. 31, jawohl. Kommt her, ihr Lümmels. Euer Tod ist sicher. Angriff. Tadam, 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 tadam. Boah, schön, schöne Kavallerie schon, ne? Ja, so muss das sein. Immer drauf mit dem Knüppel. Lass mir was übrig. Lass mir was übrig, lass mir was übrig. Jawohl. Da hier ist auch noch einer. Jawohl, sehr schön. Einer noch und dann haben wir es wieder. Los, schnappt ihn euch. Jawohl, sehr schön. Jawohl. So. Ja, den nehmen wir dann natürlich mit. Den können wir ja verpacken. Für die Gefangenen kriegen wir ja Kohle. So. Oh, 10 Ritter haben wir schon. Jawohl, super. Miliz, Scharmützler. Jawohl. So, dann mal gucken. Die halten sich manchmal. Oh, ja. Oh, das ging aber schnell hier. Hier haben wir es schon. Okay, gut. Versteck angreifen. So. Weil da verbessern wir uns nämlich die Beziehung zu Graf Delinat. Und dann können wir dann bald seine Tochter zum Gemahlin machen. Und das ist natürlich mein Ziel. Die Tochter dann zum Gemahlin machen. Weil den Graf Delinat, den mag ich irgendwie. So. Ihr habt jetzt nichts mehr zu lachen. Kommt her, ihr Lümmels. Jawohl. Hier oben auch einer. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh, da hinten aber. Ja, mal gucken, ich will mal kurz mit dem. Ist hinter mir einer? Nee, ne? Nee. Ach komm, machen wir mit dem Schwert. Erledigen wir immer mit dem Schwert. Oh, da kommen ja auf jeden Fall jetzt mehr. Jawohl. So. Nizza wurde vom Waldbandit bewusstlos geschlagen. Na gut, Nizza hat glaube ich auch nicht so viel Rüstung. Müssen wir nochmal eine Rüstung verpassen. Jawohl, Supermänner. Jawohl. Alles her damit. So, Nizza hat ein Level Up. So, Fertigkeiten. Ich mache immer so von oben nach unten, ne? So, dann reiten wir mal zu Graf Delinat wieder zurück und berichten ihm die gute Nachricht. Ist er das hier zufällig? Nein, Devilan ist das. Devilan, ist er zu Hause? Jawohl, er ist zu Hause. Jawohl. Dann werden wir ihm die gute Nachricht mal überbringen. Sehr schön. Jawohl, plus 1 Beziehung. 1500 Dinareien. So, hast du noch was? Ich habe eine Sache, der mir beihelfen könnte. Ein gesetzlicher Schurke. Ja, ach ja, wir müssen wieder einen suchen und ihn ermorden. Der ist bei den Clansbrüdern in Nemaya. Okay. Nemaya. Also mal schauen. Nemaya. So, dann bekommt er auf Reiten noch ein bisschen was drauf. So, ich habe auch ein Level Up. Charakter.
Bogenschießen, ja. Ich würde in dieser Staffel mal ein bisschen, oder in der ersten Staffel mal ein bisschen mit Bogen arbeiten. So, den ganzen Plunder verkaufen wir mal. Waffenhändler, weg, 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 weg. Der ganzen, weg dem ganzen Scheiß, den ganzen Klumpen brauchen wir nicht hier. Oh, da war noch was. Da war noch was. So. Warenhändler. Honig, Oliven, Kohl. Nee, doch Honig. Brot brauchen wir nicht. Was ist das? Bringt eure Waren zum Verkauf, so bevor ihr das verkauft. Käse, Kohlköpfe, immer ein bisschen. Je vielfältiger das Dings ist, das Essen ist, umso mehr steigt die Moral. So, wie heißt das Nest? Wo wir hin müssen? Nehmeyer. 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 Wo ist denn Nehmeyer? Nee, ach, da hinten. Okay, alles klar. Dann werden wir mal uns auf den Weg machen. Gehen wir mal nach Suno rein, Schenke rein. Jamira, nee, die möchte ich nicht haben. Lösegeldvermittler, jawohl. Gefangene verkaufen. Noch ein bisschen Kohle. Bauer. Lezalit. Ja, die könnten wir eigentlich mitnehmen. Aber wir können aber auf jeden Fall keine mehr mit. Trupp, ne? Doch, einen können wir noch. Okay, dann nehmen wir Lezalit mit. Also diesen Typen da mit. Wer war das denn nochmal? Die Zeit mir mal überlaubt. Weil ich bin der zweite Sohn des Graf zweifelsohne gehört habt. Da ich keine Erbe und was kein Erbe mein eigen nennen kann, kam ich hierher und um mein Glück in Kairadia zu suchen, wo ich Männer in der Kunst des Kampfes unterrichte. Leider hat der Fürst hier in Sono keinen Sinn für die disziplinarischen Methoden, die es braucht, um gemeines Pack zu Soldaten zu machen. Ich sagte ihm, es sei weiser, sie erst auszupeitschen und sie dann später zu begraben. Aber er wollte nichts davon hören und beschied mir, meine Dienste zu jemand anderen zu anzubieten. Solltet ihr also einen Kommandanten kennen, der seine Aufgabe eher daran sieht, Schlachten zu gewinnen, als darin seine Soldaten zu verhätscheln, wäre ich euch verbunden. Ja, können wir mitnehmen. Ich wäre erfreut, mit euch reiten zu dürfen. Wenigstens für eine Weile, gegen Lohn und einen Teil der Beute. Ich bin ein geschickter Schwertkämpfer und ich kann auch eure Männer zum Kampf unterweisen. Aber ich warne euch, ich kämpfe nicht für einen Anführer, der lasche Disziplin mit seinen Männern pflegt. Denn auf Dauer respektieren sie, was die sanfte Hand nicht. Eigentlich möchte ich keine Meuterei in meinen Reihen. Also der scheint ein bisschen, ja. Den nehmen wir auf jeden Fall dann nicht mit. Der scheint ein bisschen Ärger zu machen. Ja, den nehmen wir mal nicht mit. Gut, hier ist ein Bauer. Was hat er für Probleme? Mein Herr, sicherlich seid ihr vom Kriegs- und Volke und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meiner Bitte lauschen? Was ist passiert, mein guter Mann? Eine Bande Briganten hat uns in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alles genommen, uns gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändliches Werk getrieben. Wenn einer von uns euch nur wagt aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davongelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Er sollte sich der Banditen annehmen. Das habe ich getan, mein Herr. Doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, er wäre mit wichtigen Angelegenheiten beschäftigt und dass wir uns selbst um unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, mein Herr, ihr seid sicherlich ein Mensch von großer Tapferkeit und gewandt im Kriegshandwerk. In euren Diensten stehen gewiss viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Gott schütze euch, mein Herr. Unser Dorf ist Lindia. Jawohl. Dann ab zu Lindia. Lindia, das ist gleich hier drüben. Dann wollen wir die Banditen mal ein vom Latz geben. Ein drüber zwiebeln. Kommt der, ihr Lümmels?
Mach sie platt. Das dürfte ja kein Problem sein. Was ein Gemetzel hier, wa? Lass mich mal durch. Hallo. Lass mich mal durch. Freunde der Nacht. Ja, ja, ich dachte schon, ey, muss erst der Chef kommen hier oder was? So, jawohl. Super. Das hätten wir auch. Dann haben wir auf jeden Fall Pluspunkte in diesem Dorf, denn dann bekommen wir auch mehr Rekruten. So, dann wollen wir mal uns den Typen schnappen. Den Graf Delinat hier tot sehen möchte. Jawohl, dann wollen wir mal schauen. Dum, 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 dum. Wo ist der Lümmel? Wo treibt er sich rum? Hier oben ist nichts. Ach, da oben wahrscheinlich, ne? Dann werden wir mal da hoch reiten. Zur Windmühle. Da wird er mit Sicherheit sein. Da wird er mit Sicherheit sein. Steiler geht's hier nicht, oder? Ah, sag ich ja, da ist er doch. Da ist der Lümmel. Komm her, du Lümmel. Ich mach dir platt. So. Wollen wir mal zur Tat schreiten? Was wollt ihr? Ich suche einen Mörder namens Johann. Was? Bla bla bla. Ja, ja, ja. Auch auf euch passt die Beschreibung. Ja. So, senkt euer Schwert. Was? So. Keiner legt sich mit mir an. So, dann ab zu Graf Delinat. Werden wir ihn die Botschaft überbringen. So, erstmal kurz nach Praven rein. Marktplatz, Warenhändler. Oh, haben wir noch genug zu essen. Arena, wo sind zurzeit Turniere? Kura Halma. Oh gut, das ist ein bisschen weit weg. Wir haben 10.000. Oh, 10.000 Dinare. Okay, ja gut. Fürs zweite Gewerbe reicht es nicht. Weil wir brauchen noch ein bisschen bisschen. Naja, den nicht. Machen wir nicht. Wir brauchen noch ein bisschen auf hoher Kante. Auf jeden Fall. Die Lena zu Hause? Jawohl. Er ist zu Hause. So, dann bringen wir ihn mal in die gute Nachricht. Wissen das? Ach so. So. Jawohl. Ich habe das Blablabla gemacht. Ohne was? Und ohne ihn? Ja, ja. 300 Dinare erhalten. So, hast du noch was? Keine Hilfe. Gut, haben wir jetzt schon plus 4. Jawohl. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Dame Elina ist die Tochter. Oder ist das Dame Bela? Würdet ihr mir ein bisschen mehr von euch erzählen? Ich bin die Gattin. Ach so, das ist die Gattin. Okay. Wer ist das dann? Das andere? Johanna? Schwiegertochter von Graf Delinat. Ach so, die ist auch schon vergeben. Okay, gut. Alles klar. Aber Dame Elena, das ist die Tochter von ihm. Und die würde ich dann später zur Gemahlin nehmen. Also das auf jeden Fall. Graf Regas, wollen wir mal gucken, was hast du denn hier? Kann ich dir helfen? No, braucht keine Hilfe. Gut, alles klar. Dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, der hat schon. Der nicht will, der hat schon. Reiten wir mal nach Dierem kurz rein. Oh, können wir aufwerten? Nein, können wir noch nicht. Okay. Schenke, haben wir hier irgendwo einen Reisenden oder? Oh, ah, nicht schon wieder. Wo sind sie? Da ist er. Da ist der Lümmel.
Komm her! So. Hast nichts mehr zu lachen. So, wieder nochmal in den Schenkel rein. Reisender, da ist ein Reisender. So, ich suche nach meinen Gefährten. Ati Männer. Ja, ich weiß ja, wo der ist, aber ich möchte gerne den auslösen. Also das geht nicht über einen Reisenden. Da muss das aber auf jeden Fall über einen anderen gehen. Wie war das denn nochmal, Mensch? Und bei wem kann man den denn noch auslösen? Bei irgendjemand kann man den auslösen. Graf Azun. Komm her, du Lümmel. Ach, der ist übergelaufen. Von Sultanat. Zu Königreich Swadien. Graf Tredian, den mag ich auch gerne. So. Hast du... ihr wisst wahrscheinlich, dass der Fürst von Dorf Ibram bin. Ja. Steuern eintreiben, mache ich. Mache ich. Ibrahim, Ibran oder wie das heißt. Das ist da hinten. Ja. Oh, Karawane? Ja. Die verfolgen wir mal. Die machen wir nochmal und dann werden wir... Was? So, angreifen. Bleibt mal hier. Lass die mal ruhig kommen, weil hier haben wir eine bessere Position. Weil mit den Pferden auf Hügel und Berge ist nicht so gut. So, jetzt könnt ihr euch austoben. Angriff! Angriff! Boah, das war aber völlig daneben, ey. Jawoll. So, noch wer ohne. Ach, da hinten sind auch noch welche. Okay. Lass mir mal durch. Lass mir was übrig. Lass mir was übrig. Supermänner, super gemacht. Jawohl, den ganzen Krempel nehmen wir mit. Können wir verkaufen. 12 Ritter haben wir schon. Waffenknecht. Fußsoldat. Jawohl. Läuft der wie geschmiert hier, Mensch. Ibrahim oder was? Ach, da hinten. Gut, dann können wir bei Uxgal mal kurz rein. Den ganzen Krempel verkaufen. Marktplatz. Waffenhändler. Weg, 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 weg. Gut, das behalten wir. Jawohl, super. Alles klar. Ja, das war es erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier auf jeden Fall die Steuern eintreiben. Und dann schauen wir mal, ob wir dann nicht langsam mal unseren Ati-Männer wieder kriegen. Ja. Den brauchen wir auf jeden Fall, das ist der Baumeister und den brauchen wir, wenn wir Belagerung machen. Eine Burg belagern oder eine Stadt belagern. Und das geht natürlich auf jeden Fall schneller, wenn der Ati-Männer im Trupp ist. Ne? Ja, ich bin erstmal raus. Danke fürs Zuschauen für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.